Das gibt es nicht. Ja, die stehen sauber. Boah, Alter. Die stehen sauber. Alles klar, Raum geklärt. Super. Ja, war okay. Ein Biss von einem Liegenden abbekommen. Und einen Schuss daneben gehauen. Guck mal, was für ein Leichenberg du da hinterlässt. Echt, ey. Ich glaube, hier lagen auch noch Kräuter. Ja, hier geht's weiter. Das ist aber auch immer das Fiese. Bei den meisten Resident Evil bekommst du eigentlich. Ja, okay. Oder bei den meisten Spielen dieser Art bekommst du eigentlich, die ich kenne, zumindest Items im Vorfeld. Bei Zero ist mir aufgefallen, kommen immer nach den großen Bosskämpfen die Itemräume. Außer der letzte, der ist glaube ich nochmal dick bepackt, wenn ich mich recht entsinne. Kannst von hier oben noch die Leichen sehen. Im Marmeladenmodus. Untersuchungsbericht Nummer 2. Wir hätten schon längst mit diesem Loch fertig sein sollen. Als alles begann, hätte niemand erwartet, dass es zu einer solchen Schlacht kommt. Niemand hat uns gesagt, dass dieses Wesen uns angreifen würde. Niemand hat uns gesagt, dass diese Wesen uns angreifen würden. Die Bosse haben sicher auch nicht damit gerechnet. Die Dinger im Wald haben einfach Leute angegriffen. Das hat jemand geplant. Das Virus wurde zweifellos absichtlich freigesetzt. Aber die Wächter, unsere Kameraden, müssen noch da sein. Wie auch immer, darum muss ich mich nicht mehr sorgen. Ich muss überlegen, ob ich mich selbst oder meinen Freund mit meiner letzten Kugel töte. Nur die Entscheidung steht mir bevor. Ja. Jetzt haben wir leider nicht herausgefunden, wofür er sich entschieden hat. Wahrscheinlich sich selbst in dem Fall. Ich hätte mit Rebecca hochkommen müssen. Hier ist rote Chemikalie, die brauchen wir noch. Weil das Dokument direkt neben mir lag. Das wird wahrscheinlich sein Freund gewesen sein. Du sagst es. Boah, wie er einfach nicht sterben will, ne? Warum haben die sich nicht einfach hintereinander gestellt? Da ist jetzt auch keine Garantie, dass die Kugel sauber, so eine einfache kleine Pistole, eine Kugel durch zwei Köpfe genau durchschießt, dass sie tot sind. Was ist, wenn du halb behindert bist und immer noch rumlebst? Ja, ist ja so, wenn das Gehirn nur halb weggefratzt wird. Weggefratzt? Oder den Kräuter. Aber so würde ich es halt machen, ne, dann in dem Moment. Ne, stellen sich halt hintereinander. Okay. Ich meine, durch den Kopf ist die Chance am größten, dass der Schuss durchkommt, ne, weil der Kopf, ne? Muss ja nur durch die Schädeldecke eigentlich. Kennst dich aus. Ja, das ist jetzt einfach logisches Denken, ich meine. War ein Scherz. Achso. Ich wollte dich nicht als Massenmörder bezichtigen. Achso. Ich hab dir auch gesagt, ich wurde schon alles bezichtet. Oh, linksextremer, faschistischer Massenmörder. Massenmörder. Alles Schöne zusammen. So, jetzt müssen wir nämlich Rot und Blau mischen. Wenn man das hier vergisst, kann das sehr unangenehm werden. Wie eigentlich alles bei diesem scheiß Inventarmanagement. Ja, wenn man das Spiel heute spielt, merkt man schon, was damit nicht stimmt. Man merkt es schon. Ich habe es nicht so schlimm in Erinnerung. Wir haben da lustigerweise noch uns drüber unterhalten, bevor wir uns entschieden haben, es aufzunehmen, witzigerweise. Vor ein, zwei Tagen. Und du so, und oh, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich finde es eigentlich vollkommen in Ordnung, ja. Aber du hast auch gesagt, ja, das geht eigentlich noch. Also du warst nicht so genervt über das Thema wie jetzt gerade, wenn man es mal wieder spielt. Na, ich konnte die Kritik aber schon immer nachvollziehen. Ja, klar. Aber klar, man muss es erst wieder spielen, um es frisch in Erinnerung zu haben. Man muss erst mal wieder spielen, um es wirklich zu hassen. Renn ich durch? Ich weiß nicht, Hunter. Wie gut du mit der Situation klarkommst. Zwei Hunter vor mir, Billy neben mir. Oh, die Hunter, die haben dich schon gerne geärgert, Chris. Einen töte ich. Lass mich, ey. Komm, Billy, komm. Komm, ich wurde da nicht gerade gekratzt. Das ist aber ein Raum, wo ich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das immer mache, aber ich bin da mal durchgerannt. Wow, was ist los? Billy ist nicht dabei. Billy ist nicht drüben. Ich hab immer. Mann, hör auf, zu billig zu sein, du blöder Fotze, du! Ich hab immer das Schrotgewehr da genutzt, ne? Und als sie auf dich zuspringen, einfach schießen. Ist eine gute Taktik. Auf jeden Fall sinniger als das, was ich gerade gemacht habe. Ja, aber die Hunter, mit denen hast du es in dem Run hier wirklich nicht. Die trollen immer diese, immer dieser Pieks und dann, bevor die Animation von mir zu Ende ist, nochmal Pieks. Weißt du, kannst du nichts machen gehen. Okay, die Stunnerei ist scheiße. Ja. Das ist dieses, was ich meinen Controller aus der Hand reiße. Ja, das stimmt. In dem Fall stimmt das wirklich. So, ja, speichern wir mal nicht schon wieder.
Ey, wir haben, das ist jetzt, glaube ich, unser letzter großer Safe Room. Also es gibt noch Speicherstellen, aber das ist so der große Safe Room mit Musik, ja, und allem. Noch, wo noch Items sind. Daher mache ich mal so. Hier ist ganz viel Heilung, glaube ich, gewesen. Deswegen ist das jetzt auch nicht so wild, dass der Hunter dich ein bisschen gepiekst hat. Nee. Wir haben sowieso nicht den Platz, alles an Heilung mitzunehmen. Ist ja alles rumliegt, ey. Magnum-Munition sehe ich da. Ja, die Pistolenmunition. Vielleicht sollte ich die doch mitnehmen, Pistolenmunition. Ach, kommt jetzt nicht schon. Meinst du jetzt die zweite Phase von unserem Flüchtigen momentan? Dann sollte ich wohl doch nochmal speichern. Weil ich habe keinen Bock, das davor nochmal zu machen. Es gibt ich wollte auch gerade sagen, es gibt auch keinen Grund darauf zu verzichten. Farbband. Obwohl, es war hier nur ein. Sehen wir gleich. Wir finden doch, wir haben überall Farbbänder rumliegen. Das wird nicht das Problem sein. Ich finde es immer mal Farbbänder, auch schwer hast du nie zu wenig. Ja, so 14 Mal speichern, das kann so hinhauen. 14, 15 Mal wird es sein am Ende. Das ist okay. Oh, die ist so beruhigend, die Mucke, ey. Ja, das hat die Speicherraummusik so an sich. Sollte sie an sich haben. Kannst du eigentlich auch schön zum Einschlafen nutzen, die Mucke, oder? Ja, dafür wiederholt sie sich ein bisschen zu schnell. Würde wahrscheinlich irgendwann auf den Sack gehen. Im Grunde ist es ja nur 10 Noten, die immer wieder wiederholt werden. Ja, aber ist es nicht allgemein bei Entspannungsmusik, dass da um die Wiederholung auch geht, damit man auch das... Ja, aber nicht 10 Sekunden wieder Intervalle. Ja, gut. So. Ich glaube, ich lasse Becky mal hier stehen. Lässt es im Regen stehen. Kannst du so nicht mitarbeiten. So, den kann sie haben. Ich hätte gern das. Und das. Das kann sie haben. Und dann sehe ich gut aus. Ja, gönn dir. Ich glaube, ich nehme lieber noch ein Heilmittel mit. Man weiß ja nie. Sicher ist sicher. Und im schlimmsten Falle, meine Güte, dann haust du ihre Warnung jetzt einfach mal sauber. Besser als es stehen zu lassen. Reinigungsraum. Stand da, glaube ich, Purification. Also Wasserreinigung. Ihr kennst du auch manchmal echt nur, indem du drüber rennst. Ich glaube, der kommt jetzt schon, der Raum. Vielleicht sind wir auch zu früh dran, gerade im Kopf. Nee, noch nicht. Gucken, ob der Frosch kommt. Nee, diesmal nicht. Ach, hier kam er auch der schon. Der kann überall, wo Wasser ist, kann er auch rausspringen. Und dann nicht dann verschlingen. Und wenn du dann alleine bist, bist du tot. Kommt das hier noch vorher? Ich höre nichts. Oh, wie viele sind denn da schon wieder? Jetzt höre ich was. Muss da Rebecca nicht rein? Oder kann er da auch rein? Nee, ich glaube, da muss Rebecca rein. Der so Wichser, tut, Alter. Ja. Ein Arschloch, super, ey. Super, komm, Triple. Ach, gehst du doch nicht aufs Gewehr? Ich wollte nicht einen Gewehrschuss in den reinsetzen, wo ich schon 10 Pistolenkugel reingesetzt habe. Nee, ich dachte, das ist vielleicht ein Triple Header. Versuch's. Nee. Ist er nicht. Flatsch. Marmeladenmodus. Aktiviert. Tagebuch des Werksleiters. 10-5. Verdammt. Warum wird normaler Industriemüll hierher gebracht? Diese Anlage gehört der Umbrella Corporation. So viel Müll könnten wir nicht verarbeiten. Noch dazu schicken sie uns Giftmüll, den wir nicht entsorgen können. Was sollen wir damit machen? 24.07. Die wollen scheinbar das Werk schließen. Kein Wunder nach dem, was hier lief. Es war nötig, aber ziemlich plötzlich. Bislang war es ihnen auch egal. Hauptsache, ich komme hier raus. Mir ist egal, was sie tun. Ganz wichtiges Tagebuch. Das bringt einen tiefer in die Welt von Resident Evil. Ja, aber muss man wissen, was mit dem ganzen Müll hier passiert, ne? Mit dem Giftmüll und so weiter. Ich daran denken, dass die Pistole hier liegt. Vor allem, es wird auch nicht mal gesagt, was mit dem Müll passiert ist. Es wird nur gesagt, dass es ein Problem ist.
das? Müsste eigentlich. In dem Falle ist es eine philosophische Frage. War dieses Dokument jetzt für den Müll? Das Huhn zuerst da oder das Ei? Richtig. Ich würde sagen, das Ei von der Logik her. Wobei beides reicht logisch das, ist. Was ich habe? Müsste gerade so reichen, ne? Wenn ich immer treffe. Gut, dass ich zwei Heilmittel dabei habe. Sonst schmeiße ich mir Erste-Hilfe-Spray vom Kopf. Es gibt ein Achievement, das darauf ausgelegt ist, mit Rebecca alle Bosse zu kennen. Das heißt, du musst halt auch gameplay-technisch die Vorbereitungen anders machen. Warte mal kurz. Ja, mach in Ruhe. Ah, shit. Ach komm schon. Ab in den Arsch. Kann sich fühlen wie 50 Cent hier. Irgendwie wollte er gerade sich nicht bewegen. Ganz komisch. Er schlägt aber auch ganz komisch immer nach. Das war volle Breitseite. Was soll das? Billy hält aus. Und das auch. Boah. Okay, ich nehme mal gleich direkt den Magnum. Ist ein bisschen eng hier, ne? Diese Backhand immer. Seine Rückhand, die mich dann immer noch erwischt. Die Hitbox ist auch mal wieder sehr großzügig von ihm. Ist aber auch fucking eng hier. Ja, das stimmt allerdings. Vor allem, wenn er dich hier mal in der Ecke haben könnte, dann kommst du auch nicht mehr raus, wenn du Pech hast. Richtig. Wenn er direkt vor einem steht, das seht ihr nicht. Das seht ihr die ganze Zeit nicht, weil Chris es nicht zulässt. Aber dann schlägt er die ganze Zeit wie ein Behinderter. Da kannst du jetzt nichts für. Nee, ich bin zu früh losgerannt. Denn er visiert ja an, wenn er springt. Das ist ja noch enger hier. Geht doch. Nein, die Kamera. Jetzt musst du ihn erstmal so kriegen, dass du ihn wieder sehen kannst. Vergiss immer, wo seine kleine Hand ist. Links oder rechts? Ich glaube links. Also rechts von uns. Ja. Sehr schön, jetzt hast du es diesmal auch vernünftig gemacht. Also geschafft. War ein bisschen schade, ne, dass du ihn nicht im Sprung irgendwie abhalten kannst davon, in den du. Wird ein bisschen eng werden hier. Sechs Schüsse noch. Da müssen wir einiges am Muni wieder. Mein Gott, versuchen ihn zu stunnen. Vielleicht macht er extra Schaden. Ja, voll. Voll auf die Fresse gekriegt. Also einmal haben wir zu viel auf die Fresse gekriegt, ansonsten war es okay. So, jetzt ist er für immer weg. Die Munition macht mir so langsam aber Sorgen, ne? Ja, ab jetzt kommt der Dixmetz. Ab alles, was wir jetzt sparen, ist für den Big Fight. Also ab jetzt versuchen, so viele Gegner wie möglich zu avoiden. Ohne jetzt so viel zu spoilern, was mit dem Typen Ofenstelle? Es ist der Endboss. Nur hat halt zwei Phasen. Stimmt, ja, ist die erste Phase. Ja. Der Typ am Ofen. Ja, das ist halt der Kohlemann. Der Kohlemann. Ja, aber der hat doch auch gut gefressen. Und einer musste Titanic anfeuern. Keine Panik auf der Titanic, Wasser ist für alle da. Mag hier nicht wenigstens noch Munition für uns, so als Ausgleich für eben? Nein. Du bist hier bei Zero, hallo? Und selbst wenn, sie geben dir nur bei den Räumen viel Munition, wo sie wissen, dass du von Schlüsselobjekten zugeballert bist. Das ist echt hart auf schwer, ey. Und so viel haben wir gar nicht daneben geballert. Aber wir haben noch vier Granatwerfer-Munitionen, die haben wir so gut wie gar nicht benutzt. Ja, teilweise ja auch echt Hardcore-Vorführeffekt gehabt. Also schon von Anfang an des Spieles sind da teilweise Hits mit bei gewesen. Wie hast du denn den hier gemacht, wenn du die Taktik nicht kanntest? Einfach draufgehalten und geheilt? Nein, ich bin schon... schaffst du noch nicht auf schwer. Ich bin dem ausgewichen, genau wie du. Also hier bei den zweiten
habe ich es vielleicht sogar ein bisschen besser damals zumindest hingekriegt. Aber bei dem ersten habe ich. Der erste war ein großes Problem. Da musste ich sehr viel retryen, da kann ich mich noch erinnern. Glaube ich dir. Habe ich es nicht so gut hingekriegt. Ich glaube, hier habe ich es irgendwie mit der Merklung immer gemacht, dass ich ihn sehr schnell weggekriegt habe. Keine Ahnung mehr, wie der Tricks war. Ich weiß es nicht mehr. Ja, hier brauchst du jetzt Madam, ne? Ja. Sie müssen rein. Der gute Billy ist zu dick dafür, warum auch immer. Ich schieb's jetzt einfach mal aufs Gewicht, weil von der Größe her sollte er eigentlich reinpassen. Na, ja, dass irgendwie, wenn er sich da jetzt reinpackt, die Kette irgendwie bricht oder so. Mhm. Deswegen schieben wir es jetzt einfach mal aufs Gewicht. Aber eigentlich kannst du sie ja jetzt Safety nachziehen. Ja, alles sauber gemacht. Mach mal platt da. Genau. Räche dich, bevor daraus irgendwelche Ekelmänner werden. Wir gucken mal noch, was hinter der Gondel ist, und dann speichern wir mal wieder. Ja. Und dann haben wir es fast. Wir arbeiten jetzt im Grunde am letzten Rätsel des Spiels. Das heißt, wir müssen so eine... Ah, hi, tschüss. Tatsache, das ist ein Frosch. Puh. Ich habe den halt immer nur so vom Rücken aus gesehen. Und wenn du grün siehst und von der Bewegung her, dachte ich mal zuerst, das wären... Nee. Hunter. Die ja an sich auch an Frösche angelehnt sind eigentlich. Ja, um mich Reptilien auf jeden Fall. So. Becky nimmt mal die Pistole. Weil die dürfen wir wenigstens verballern jetzt noch, alles andere nicht. Eine kleine Gondel, Rebecca würde sicher hineinpassen. Männer nicht erlaubt. Er sieht schon winzig, ne? Und sie ist biegbar wahrscheinlich. Biegbar? Ich glaube nicht, dass es so bequem ist in der Kiste. Nee. Aber glaube ich auch allgemein nicht. Das ist ein Hebel für die Schleuse. Da spielen wir mal mit der Schleuse. Glauben und ich. Ja, jetzt hast du das ganze Ding wieder in Betrieb gesetzt. Na, wir öffnen im Grunde jetzt nur noch ein paar Türen und sammeln eine Keycard. Auch nicht mehr heute. So. Hier könnte noch Munition liegen. Oh ja. Oh ja. Jetzt haben wir schon 12 Säuregranaten. Ich glaube, wir finden nachher noch mal welche. Und ja, Magnum-Munition finden wir auch noch. Die wird es dann im letzten Boss um die Ohren oder was? Yep. That's the plan. Erste Phase oder zweite? Wann willst du die benutzen? Puh, nein, du musst erste Phase irgendwie klein kriegen. Wenn es nicht reicht, dann fängst du da halt schon an. Ja gut, bei der zweiten musst du ihn halt hauptsächlich ablenken. Hauptsächlich, ja. Ja, damit er... Im Endeffekt endet das Spiel so, wie es angefangen hat. Du musst Madam in Schutz nehmen. Wow. Das stimmt, die haben ja auch nochmal einen Kurzauftritt. Yep, erstmal mischen wir hier. Schwefelsäure. Das ist auch, glaube ich, das letzte Mal gewesen, dass du steht auf dem Tisch. Die Tür wurde auf. Ich glaube. Granaten? Ja. Irgendwie so. Also jetzt nichts, wofür du extra Platz freiräumen solltest. Ah, okay, dann den Shortcut geöffnet, das ist schon mal wichtig. Der kriegt jetzt eine Granate in die Fresse, den einen können wir ummieten. Oder eine und dann Pistole. Ist unten nicht auch noch einer? Wenn du die Treppe runtergehst? Unten sind zwei, ja, später, ja. Nicht sofort. Dann mach den hier mit Pistole und den unteren mit Granate. Wenn er dabei erwischt. Hier unten müssen wir nicht töten. Achso, okay. Ich wollte hier oben meine Ruhe haben. Uah! Hat ein Penner. Wie heißt es so schön, ne? Wenn die Apokalypse kommt, die Kakerlaken überleben. Ah, stimmt ja. Industriewasser. Prost. Das mischen wir jetzt mit der Schwefelsäure und dann haben wir unsere Batteriesäure. So, jetzt müssen wir das nur noch mit der Batterie mischen und dann kriegen wir schon unser letztes Item und dann ist das Spiel durch. Hm. Ein mysteriöses Diagramm. Aber wir werden jetzt speichern und dann ist gut. Ja. Ist die Frage, wo und wie? Kann Billy jetzt nachkommen? Ach, der kann jetzt über die Schleuse laufen. So, du nimm mal das. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich habe 404 gerade. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Not found. Ihr merkt, wir werden langsam müde.
Ja, wir sind jetzt auch durch mit dem Part und morgen dann auf Wishes TV das große Finale. Grande Finale, ja. Muss ich drauf aufpassen. Da weißt du, dass du die Endbosse machst, ja? Du hast ja groß gepriesen, wie gut du die kannst. Die zweite Phase, ja, aber nicht die erste. Okay, mach ich die erste. Jetzt. Wegen grün. Aber Frosch ist nicht da. Das ist gerade nicht, ja. Der kann da unten rauskommen. Ich brauche aber natürlich auch dementsprechend die Munition, ne, um die zweite Phase gut machen zu können. Müssen wir nochmal risky sein morgen und das holen. Das können wir gut gebrauchen. Ja. Erinnert uns doch. Doch, da ist der Frosch. Oh. Herzattacke. Das ist immer so knapp. Weil der hat ja diesen Zungenangriff und der saugt dich dann rein. Ich bin, glaube ich, noch nie gestorben dadurch. Oder einmal vor x Jahren mal oder so. Meine Güte. Was wohl aus denen wird nach dem Abenteuer, dem Frosch? Sollte vielleicht irgendwann mal einen Spin-off kriegen oder so. Das wäre doch ein geiler Gag, den Frosch mal. Psch, warte. Merk dir kurz deinen Gedanken. Ja, jetzt kannst du sagen. Den Frosch mal als Secret Boss in einen der neuen Resident Evils reinzubauen. Wenn ich schon einen auf überdimensionale Tiere mache, kann man doch den Frosch ein bisschen größer machen. Und den als Boss irgendwo mal einbauen. Wird zwar bescheuert kommen, aber an sich für die Kenner ist es natürlich ein cooler Seitenhieb. So, wir müssen jetzt zu dem einen Safe Room kommen. Welcher war das denn? Ich glaube, da kommen wir jetzt nicht so einfach hin. Die Wege sind ja nämlich ziemlich gefährlich mittlerweile. Hier brauchen wir übrigens auch Rebecca, um an das Item nochmal ranzukommen. Ich überlege gerade nur, wo wir speichern. Lass mich überlegen. Unten kommt Billy her. Wir müssen über die Schleuse zurück. Weil hier ist zwar der Shortcut, der führt uns aber... Ich weiß nicht, ob wir da zu einem sicheren Safe... Da müssen wir an Huntern vorbei, glaube ich. Oder irgendwas war da. Das ist richtig nervig hier am Ende. Weil du... Es gibt zwar Safe-Speicherräume, aber die sind alle so bewacht, so ein bisschen. Also letzter Safe-Room wäre da, wo auch... Ja, wir haben alle Safe-Rooms schon gesehen jetzt. Die Krankenstation müsste es sein. Zum Beispiel, ja. Ich interpretiere das jetzt einfach mal als Krankenstation. Müssen noch Bäcker mal heilen, ey. Bist du sicher, dass dafür jetzt schon... Du magst es überhaupt nicht, wenn die in Warnung sind, ne? Ja. Ja, zwei Bisse und sie ist tot. Ja, das stimmt allerdings. So, normalerweise renne ich hier weg, aber ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher. Oder renne ich weg? Ich meine, wir haben Heilmittel dabei. Und ich steuere sie. Komm, Billy kann mal gebissen werden. Der ist so heil in der letzten Zeit durchgekommen. Außer mit den Hunter. Billy, hör auf damit. Er verballert die letzte Gewehre. Becker, hör auf damit. Nice. Aber sind wir jetzt draußen? Ich glaube, wir sind aber oben drauf, wo der Frosch noch nicht raufkommt. Ich glaube, er kommt... Da habe ich ihn am meisten... Okay, wir sind erstmal hier. Da habe ich ihn am meisten getroffen, wo du die Batterie dann einsetzt bei dem Auto. Da taucht er nochmal auf. Mhm, genau. Ja, die halten aber auch asozial viel aus, die Typen. Fressen auch nochmal das Doppelte von einem Standard-Zombie. Geht doch. Yay! Der erste... Ja, da. Mhm. Mit der Pistole. Schmeiß mal rüber, Billy. Ach. Der Penner, ey. Egal, auf die zwei Kugeln kommt es nicht an. Ja, würde ich auch sagen. Kannst du das mal weglegen, bitte? Gib ihm noch die Pistole in der Hand. Er ist gerade in der Animation. Geht's mich jetzt nicht. Jetzt können wir sie heilen, würde ich sagen. Immer noch. Nein, mir geht's gut. Total. Bisschen angeknackst, aber du unterschätzt sie, glaube ich. Die steckt einiges weg. So, hier brauchen wir die Karte. So. Gewehrmunition. Das
ist gar nicht nervig, das Inventar. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wenn man bedenkt, dass das ein Remastered ist, hätte man zumindest ja das Benutzen außerhalb des Inventares machen können, dass er jetzt auch kombinieren hätte, es gehen können wie bei den Kräutern mit Rebecca, weißt du? Ja. Das stimmt, aber es hätte halt wieder die Balance geändert. Die Balance geändert. Die Balance. So, Pistole brauchen wir jetzt eigentlich weniger Balance. Hätte die Oldschool hätte ich hätte eigentlich die Batterie einsetzen gehen können, ne? Das ist eigentlich auch dumm gewesen. Ja, meine Güte. Die Oldschool-Veteran verärgert, dass das Remastered viel zu einfach ist. Vielleicht. Wie bei Majora's Mask. Okay. Na, da haben sie auch echt viele Sachen kaputt gemacht, ne? Das Spiel mag vielleicht kaputt sein, aber ein Questlog bei Majora's Mask sagt ich ja selbst als Original-Veteran. Das ist gut, ja, da sind sie ja alle einig. Majora's Mask ist, also das 3D-Remake ist ein super Einstieg für alle, denen das Original zu kompliziert war. Unbedingt spielen, also wer OT mag, muss Majora's Mask spielen. Haben wir übrigens auch auf diesem Kanal zu 100% Let's Played. Du bist jetzt gerade immer noch am überlegen, ob du jetzt erstmal einlegst oder zum Safe Room gehst. Wir gehen ja speichern. Du musst nur Rebecca mitziehen, ohne dass sie gefressen wird. Ja, klar. Ich meine, du hattest es ja erwähnt, wenn man dem Frosch alleine begegnet, ist man so gut wie tot. Zu zweit muss das nicht passieren. Der andere kann den Frosch sozusagen anhitten, wenn der Kollege gegriffen wird, ne? Ich glaube, ja. Mich gerade zusammen? Jetzt gerade nicht mehr, nein. Was soll denn das? Hä? Da kann nur einer drauf fahren? Du musst warten, bis sie sich mit drauf stellt. Okay, ey. Also bei aller Liebe für Oldschool Resist, aber bei solchen Dingern merkst du wirklich, wie alt die Spiele sind. So was könntest du heute nicht mal bringen, da würden die Leute durchdrehen. Ja, das Game würde zerrissen werden, ja. Wobei, ich glaube noch nicht mal, dass nicht zerrissen, aber solche Mechaniken würden zerrissen. Ich würde aber trotzdem sagen, im Ganzen, weil es für Oldschool Resident Evil schon vom Prinzip aus ist, es ist einfach so, es gibt viele Fanboys, die einfach nur aus Prinzip schon so ein Game heutzutage feiern würden, weil natürlich, es nicht Resident Evil 6 oder 5 ist. Egal, ob die Mechaniken jetzt passend fürs Genre sind oder nicht. Aber die gibt's überall. Genauso wie die Leute, es gibt, die alles hassen, was das Game macht. Ich finde, die spawnen aber auch immer wieder. Mhm. Wir haben es bald, Leute, durchhalten. Eine gute Nacht-Melodie. Gut, dann speichern wir. Wir haben es gefunden. Dann sehen wir uns hier das nächste Mal in aller Frische wieder. Wahrscheinlich zu der letzten Aufnahmesession. Wenn es weitergeht mit Resident Evil Zero. Bis dann, Freunde, haut rein. Ciao.